In Hereford gibt es einen Kirchturm, an dem die Namen der Toten stehen. Wir versuchen, ihre Taten zu würdigen, auch wenn die Erinnerung an ihre Gesichter verblasst. Denn nur diese Erinnerung bleibt, die Bastarde alles andere genommen haben. Was ist passiert? Er hat Soap getötet. Er ist tot, Mac. Und was willst du jetzt von mir? Einen Ort. Unser Russe sagt, Makarov hat früher Waffen in einer alten Burg bei Prag gelagert. Genaueres weiß er nicht. Kann man ihm trauen? Habe ich denn eine Wahl? Er hat selbst Gründe, Makarov tot sehen zu wollen. Schon mal von dem Ort gehört? Ja. Wir haben damals zu Sakaivs Zeit Drohnen über eine verdächtige Burg geschickt. Aber es kam nichts dabei rum. Womit habe ich es zu tun? Das ist eine Festung. Nur ein Weg rein oder raus. Außer man kann fliegen. Die Sicherheitszentrale ist auf der anderen Seite der Anlage. Ein Kommandozentrum nördlich davon. Beides schwer bewacht. Wenn Makarov dort ist, ist er in diesem Kontrollraum. Was schickst du mir da? Eine Ausrüstungsliste. Das ist eine Menge Zeug, John. Was hast du denn vor? Was du mich gelehrt hast. Alle töten. Die Festung. 12. Oktober, 2.48 Uhr. Juri, Sonderkommando 141. Prag, Tschechische Republik. Der ist uns ja nicht mehr so wohlgesonnen, der gute Price. Ich würde die gerne ausschalten. Warum darf ich die nicht ausschalten? Ist ja gut, Junge, ist ja gut. Sei mal nicht so piss. Moment. Schieß nur auf das, was du töten kannst. Den kann ich töten. Los. Den auch. Die beiden kann ich auch töten. Okay, es sind drei. Und die sind im Lichtkegel. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Das war's mit dem. Okay, ich bin hinter dir. Wieder so eine sneaky Mission, wo wir leise sein müssen und nicht auffallen sollen. Okay, weiter. Bring C4 an der Plattform an. Okay, mach ich. Die Granaten drauf schießen. Dann müsste der eigentlich in die Luft fliegen.
Zumindest wenn man ein Projektil nimmt, das den, die Panzerung von der Granate durchdringt. Alles gut. Die einfach alle abmähen. Da ist die Sicherheitszentrale. Ich mach das. Okay. Nicht schlecht, Kollege. Nicht schlecht. Außen um das Kommandozentrum sind Kameras. Really not bad. Hier? Wir müssen nur an die Tür klopfen. Okay, dann klopfen wir an die Tür. Immerhin ist er noch höflich. Leise. Ich bin immer leise. Alter, erschreck mich doch nicht so, Kollege. Okay. Die alte Tour ist auch eine gute Tour. Verdammt, den habe ich nicht mehr erwischt. Das war nicht so gut. Da muss ich wieder nachladen. Dummerweise. Na komm. Streck dein Köpfchen raus und du auch. Sie kommen mit Verstärkung. So. Scheiß auf die Verstärkung. Hallo? So. Ja, ist ja gut. Immer muss ich vorgehen. Das ist jetzt nicht dann, ob du so eine komische Geisel da nimmst. Ich weiß doch nicht, was das für Typen sind. Sicher. Wir haben etwa 10 Minuten, bis die Leichen finden. Oder auch weniger. Dann beeilen wir uns besser mal, würde ich sagen, ne? Alles klar. Eieiei. Sieht auf jeden Fall alles sehr sicher aus. So, ich bin da, und du? Wo bleibst du, Quais? Los, geh. Moment. Sieht verdammt gut aus. Das Kontrollzentrum ist direkt über uns. Wir müssen uns nett. Was macht der da eigentlich, ja? Eins, zwei,
frei. Na los, geh schon. Ja, wenn du mal gehen würdest, dann würde ich auch da hochklettern, Junge. Du stehst mir hier im Weg rum. Aber den Kabel ziehen oder alle Kabel durchschneiden, ist auch eine Idee, oder? Nicht? Okay, mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Präsident Warschef. Warschewski. Scheiße. Oder auch nicht. Ja. Voll die gute Idee, einfach da runter zu springen. Voll die gute Idee gewesen. Ja. Ich hab's gehört, ich bin nicht taub. Achso, Nikolai. Hab dich. Jetzt habe ich dich. Wieso kann ich nicht durch so ein billiges Holzfass durchschießen? Das ist ein bisschen armselig. Für so ein MG. Kommst du? Nicht langsamer werden, Juri. Ey, Granada. Okay. Wenig Munition. Ist nicht gut. Hier nach! Hier durch! Los!
sehe keinen. Da unten. Und da hinten am Fenster. Komm, guck schon raus mit deinem Köpfchen. Fehler. Noch einer. Tatsache. Na komm schon. Streck dein Köpfchen raus. Da hinten ist noch einer. Da unten am Auto steht noch wer. Da unten an der Kiste. Da unten im Fenster. Da unten in der Türe. Das habe ich genau gesehen. Komm schon, streck dein Köpfchen raus. Ach, verdammt. Ob das so eine gute Idee ist? Boah, passt. Das passt noch. Boah, bin noch bei dir. Bist nur einen längeren Weg gelaufen als ich. Das Scharfschützengewehr ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl gewesen, ich weiß es nicht. Ciao, wie. Hey, ich hab doch gemacht. Manu. Ich hab's doch gemacht. Mensch, ich weiß. Ich werde dich doch nicht immer. Kriege ich den BTR denn da weg? Das ist die viel bessere Frage. So, auf zum Truck. Ab rein da. Na los, fahr schon. Idiot. Du Idiot. Oh, ganz schön laut auf meinen Kopfhörern. Ich muss das mal ein bisschen runterdrehen hier. Was für eine Reserve. Ach so. Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Bisschen wahnsinnig bist du schon, oder? Alter.